Das war also Billy Talent. Und bevor es dein brandneues aktuelles Video gibt, nochmal zurück zum Album. Die Wahrheit übers Lügen. Genau. Fetzt. Fetzt, danke. Fetzt auf jeden Fall. Und das, was mich berührt hat an diesem Album, ist, dass es nicht so fetzt in dem Sinne von hier so baff und ich bin wieder weg, sondern dass so eine gewisse Nachhaltigkeit aus dieser Platte spricht, die man so in den Tag mit hineinnimmt. Red weiter. Ja, ich bin fertig. Achso, schade. Jetzt bin ich dran. Ja, dann sich weitergeben. Nachhaltigkeit, die dir, denke ich mal, wichtig ist. Ja, es soll ja kein Wegwerfalbum sein. Es gibt ja so Alben, die hört man und denkt, wow, geil. Und dann hört man sie dreimal und denkt, ja, macht echt gute Laune, aber muss ich jetzt nicht so oft hören. Und ich mag es mehr, wenn ein Album sich nach und nach entfaltet. Also meine Lieblingsalben fand ich fast alle beim ersten Hören jetzt okay. Und ja, dann sind sie langsam gewachsen. Und das ist das, was ich mir erhoffe. Und clever auch arrangiert in den Songs. Also da hast du, glaube ich, sowieso ein Talent dafür, dass Sachen einfach klingen. Und total kompliziert sind. Total wahrscheinlich nicht, weil du sagst ja, du bist ja ein schlechter Musiker. Nee, ich bin nur ein schlechter Gitarrist. Also mittelmäßig. Schlecht bin ich auch nicht. Mittelmäßig. Ja. Nee, aber es ist also wirklich, aber es verlangt dir keine Mühen ab, oder? An manchen Sachen, also gerade an Details, wie du gerade ansprichst, so an Arrangements, da mache ich mir sehr viele Gedanken drum. Also Lieder fallen mir glücklicherweise recht schnell ein, also zumindest so eine Kernidee, aus der ich dann relativ schnell ein Lied basteln kann, wo ich dann manchmal denke, oh, da muss noch was dran gemacht werden, dann mache ich es halt und manchmal denke ich auch so, ist schon super. Aber im Arrangement, gerade wenn du für 12 Leute arrangierst, soll ja jeder irgendwie seinen Moment haben. Also nicht in jedem Lied, aber so auf die Platte verteilt, sollst du ja das Gefühl haben, oh, da ist eine Band und jeder von denen ist wichtig. Wie darf man sich das vorstellen? Hast du dann auch schon so dieses, zum Beispiel ein Bläserarrangement im Kopf? Ja, natürlich. Echt? Ja, klar. Das war recht lustig. Ich habe diesmal die Bläser halt, ich wollte sie halt echt featuren, da wo sie stattfinden und habe dann so bei 2 Stücken wirklich freigehalten. Ich gesagt habe, okay, hier dürft ihr machen, was ihr wollt. Also, ihr dürft anbieten und ich sage dann ja oder nein. Und dann standen sie so da und meinten so, ja, wie denn jetzt? Und was denn? Und dann habe ich so gesagt, naja, zum Beispiel so. Und habe dann sowas vorgesehen. Ah, das ist doch super. Und ich so, okay. Und an der Stelle, oh, hast du noch eine Idee? Und ich so, ja, wie wär's denn mit? Und die, auch toll. Letzten Endes habe ich ihnen die Bläser vorgesungen, weil ich so, Mann, sowas nicht gemeint. Ja. Waren sie echt ein bisschen faul. Aber es war trotzdem, das hat Spaß gemacht. Aber meistens habe ich das schon im Kopf. Und bei sowas wie Zu heiß, zum Beispiel, dem Reggae, da sind die Bläser integraler Bestandteil der Komposition. Also ohne die Bläser würde das Lied überhaupt nicht existieren. Lustig in dem Zusammenhang gesagt, dass du dich, was deinen Gesangsstil betrifft, also bei einem Song ja mindestens auf ganz neues Terrain bewegst. Du toastest ja fast. Richtig. Ja, ich dachte, jetzt bin ich in dem Alter, wo ich das auch mal darf. Was mir natürlich fehlt, im Gegensatz zum echten Toasten, ist, ich rauche keine Zigarren. Kommst nicht so ganz tief runter. Nee, das klingt halt bei mir eben so ein bisschen doof und nicht so, als würde ich immer so reden, Alter, verstehst du? Ja, aber es haut schon hin. Das musikalische Arrangement bei dem Song ist ja sogar Elektronik mit dem Spiel, ne? Ganz viel Elektronik, ja. Das ist so ein verhinderter Dancehall-Song. Mhm. Also weil im Refrain wird es dann doch wieder Reggae. Ich wollte halt einfach so, ich wollte mich austoben. Dafür ist ja das Racing-Team auch da, dass ich halt so sagen kann, okay, das will ich jetzt auch machen. Und dann muss die Band halt ran, okay. Andererseits habe ich das Gefühl, dass das Racing-Team an die ganze Sache wesentlich ernsthafter in Bezug auf die Musik rangeht, als jetzt zum Beispiel die Ärzte. Weil da ist ja alles erlaubt. Da kann man ja auch Sachen brechen und mitten im Song einfach mal aufhören, weil man das gerade lustig findet. Und ich habe schon das Gefühl, dass beim Racing-Team, also da, weißt du, was ich meine? Also Ernsthaftigkeit im Sinne von... Ja, wir nehmen die Musik schon ernst. Ich meine, da steht ja auch eine Macht auf der Bühne. Da stehen 12 Leute. Wenn da jetzt jeder sagen würde, ach, ich kann den Song zu jeder Zeit abbrechen, dann würde nicht mehr viel vom Konzert übrig bleiben. Bei 3 Leuten ist es was anderes, aber davon abgesehen gibt es die Ärzte ja schon. Also wenn ich jetzt sagen würde, okay, wir machen die gleiche Bühnenshow nur zu 12, das will ich gar nicht. Also mir geht es dann schon eher darum, dass ich die Möglichkeiten, die diese Band bietet, gerne auch live ausnutzen möchte. Und um die live ausnutzen zu können, schreibe ich natürlich auch die Lieder und arrangiere sie so, dass man schon auf dem Album merkt, so, wow,
da sind jetzt irgendwie, da sind ein paar mehr Figuren im Studio und live gibt es dann halt echt Druck. Da quatscht ja auch niemand in die Ansagen. Ja, bei Annette bin ich da nicht manchmal so sicher. Ja, stimmt schon. Aber sie sind auch nicht so lang und, wie ich finde, auch nicht so wichtig. Es gibt halt mehr Musik, die Konzerte sind ein bisschen kürzer, ein bisschen strammer. Dafür, also sie verlangen mehr Konditionen. Bei den Ärzten kann man sich immer mal wieder ausruhen, wenn wir dann 10 Minuten quatschen. Und beim Racing-Team gibt es diese Zeit nicht. Da wird halt wirklich von Anfang an Gas gegeben. Da habt ihr auch eine verbindliche Setlist an, nehme ich an, oder? Ja, das geht nicht anders bei 12 Leuten. Also das Einzige ist, wenn jetzt wirklich mal was total besonders ist, dann können wir natürlich ein Lied, was vielleicht nicht auf der Setlist steht, was aber gerade in den Zusammenhang passt, können wir dann spielen. Aber es ist nicht lange nicht so spontan wie bei den Ärzten. Aber muss ja auch nicht sein. Wie gesagt, ist was anderes. Ist aber auch gleich ein gutes Stichwort, weil du wirst natürlich diese Platte auch betouren. Yeah. Habt ihr, als ihr sie aufgenommen habt, ein gutes Gefühl in puncto möglicher Live-Umsetzung gehabt? Wahrscheinlich, oder? Das war Grundbedingung. Mhm. Wenn ein Lied nicht in der Grundbesetzung, also ich habe ja zuerst Gitarre, Bass, Schlagzeug aufgenommen. Und wenn das da schon geklemmt hätte, dann hätte ich das Lied nicht weiterverfolgt. Also es gab halt dieses eine Lied, was abgewählt wurde, so Chef, bei allem Respekt, das ist Grütze. Das wäre so ein Fall gewesen, das hätte nicht funktioniert. Und so ist quasi schon garantiert, dass die Stücke live funktionieren. Denn Insel ist eine Ausnahme, da müssen wir uns ein ganz neues Arrangement überlegen, weil wir wollen uns ja nicht plötzlich alle Umhänge-Keyboards umhängen. Und ansonsten denke ich mal, dass die Bläser noch mehr zu tun haben werden. Also ein paar Rockarrangements, die jetzt noch bläserfrei sind, wegen der Übersichtlichkeit, werden live bestimmt auch noch zugehupt. Ach, ich freue mich schon drauf. Es geht los im November? 19. November, Düsseldorf-Philipshalle. Ich habe gesehen, es sind jetzt schon 2 Konzerte ausverkauft. Ja. Das heißt, wenn wir reden, wahrscheinlich schon 3. Also wenn wir ausgestrahlt werden, meine ich. Dann sind wahrscheinlich alle? Weiß ich nicht, schauen wir mal. Ist noch kurz vorm Album. Die Leute warten, glaube ich, ab, dass sie erstmal wissen, was sie jetzt erwartet. In welche Richtung geht der Irre? Oder gehen die Irren? Und dann, ach so, na denn. Ja, ich glaube schon, dass die Fans sehr loyal sind, was dein künstlerisches Schaffen betrifft. So loyal wie du? Na, aber dann sind sie wirklich. Dann sind sie echt loyal. Apropos loyal. Erste Single, nicht im Griff. Wollen wir das Video einfach mal gucken? Gern. Ich dachte, ich nehme dir jetzt mal so ein bisschen Ansagen weg. Ja, ist ja nicht das erste Mal. Nicht im Griff. Vom neuen Album Die Wahrheit übers Liegen vom Fahrenurlaub Racing Team. Viel Spaß.